Neben mir Germany's Next Top Model, Celine Bethmann, guten Abend. Und die zweitplatzierte Selina. Bist du ein Fan von Heidi Klum? Ist sie dein Vorbild? Ja klar, ist sie mein Vorbild. Also ich finde, die Frau hat super viel erreicht und man kann sich viel von ihr abschauen. Geht es wirklich so hart bei euch hinter den Kulissen zu, oder ist das alles gespielt? Wir hatten auf jeden Fall Stress, aber es hat auch Spaß gemacht. Der Mann, der mitverantwortlich ist, Michael Michielski, dass sie Germany's Next Topmodel wurde, war das Liebe auf den ersten Blick von den Juroren? Sie war nicht in deinem Team. Nein, sie war nicht in meinem Team, aber als wir uns die Teams ausgesucht haben, hätte ich beide gerne in meinem Team gehabt. Sie haben sich für Thomas entschieden und dass Celine gewonnen hat, das ist verdient und dass Celine Zweiter geworden ist auch. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht eine Gewinnerin auch aus Team Michael kommt, aber so sind die Spielregeln und wir sind alle sehr zufrieden. Du kennst dich aus, du hast bei deinem Studium in London für ein AIDS-Hilfe-Hospiz gearbeitet. Warum? Weil mich das damals sehr berührt hat. Ich bin Kind der 80er Jahre und da ging das ja mit dieser schrecklichen Seuche los und die Menschen wussten nicht, wie man mit Leuten umgeht, die HIV-positiv sind oder eben Leute, die schon full-blown AIDS haben. Und ich war da ziemlich jung und deshalb mich natürlich das sehr beeinflusst in meiner Denkweise. Und dann habe ich dann eben in einem Sterbehospiz gearbeitet. Damals, ganz frühe 90er Jahre, sind ja leider noch sehr, sehr viele Menschen gestorben. Heute hat man ja Gott sei Dank das Glück, dass es eben diese Combination Drugs gibt. Das war damals nicht so und das hat mich geprägt und deshalb freue ich mich, dass ich heute hier sein kann, weil ich finde das eine ganz tolle Veranstaltung. Dann bitte ich dich wieder, deine Damen zu übernehmen. Ich überhole hinten. Ich wünsche euch einen schönen Live-Ball.